Hallo und schönen guten Abend. Das wird ein Update zum Messerbau. Das sollte ja diese Woche schon zum Härten gehen. Habe ich leider nicht geschafft, weil ich krank war. Mal gerade ein paar Maße. Das Messer hat eine effektive Schneide von 12,6 cm und eine Gesamtlänge von 24,8 cm und eine Klingendicke von 5 mm. Das wird jetzt noch gefinisht. Da sind noch ein paar Macken in der Klinge. Die müssen noch weg. Und dann kann das Messer zum Härten. Es wird Griffschalen bekommen aus grünem Canvasmerkater. Und diese Liner ebenfalls. Jo, jetzt weiß der neue Besitzer, was mit seinem Messer ist. Dauert halt noch ein bisschen. Aber es wird, das Messer hat eine sehr filigrane Spitze und an der breitesten Stelle eine 4 cm breite Klinge. Jo, so viel mal dazu. Man sieht hier noch kleine Macken drin, hier in der Klinge auch. Die werden noch herausgeschliffen. Das wird noch ein paar Stunden in Anspruch nehmen, aber ansonsten ist das Messer von der Form her fertig. Ich wollte zuerst Chimbings hier reinmachen, das lasse ich mal sein. Die braucht man nicht, wenn die Klinge so dick ist, braucht man nicht noch Chimbings. Jo, das wäre es eigentlich. Das Messer ist fast fertig und geht dann Anfang nächster Woche zum Härten. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, denn tschüss.